Nach diesen beeindruckenden Auftaktbildern geht es nun live ins Stadion und wir sehen, die Mannschaften sind aufgestellt und der Ball ist im Feld. Gleich zu Beginn bahnt sich ein Zweikampf an zwischen dem Spieler mit der Nummer 2, Montana Black, gegen Apo Red von der gegnerischen Mannschaft. Oh, Montana Black hat ihn zu Fall gebracht. Man kennt ihn. Er ist nicht für seine zarte Seite bekannt. Doch was ist das? Der Spieler mit der Nummer 3, Trimax der gegnerischen Mannschaft, hat Monte wüst gefoult. Ob Monte sich das gefallen lässt? Ein hart umkämpftes Mittelfeld. Hier treffen die Mannschaften aufeinander. Es entbrennt ein heißer Kampf um den Ball. Trimax wieder gefoult. Wieder Monte. Oh, schwer angeschlagen scheint Monte. Schwer angeschlagen. Trimax völlig ignoriert diesen Umstand völlig und... Oh, Aboret am Ball. Wird attackiert von Herrn Newstime. Herr Newstime am Boden. Wird er sich wieder rappeln? Nein, es sieht nicht so aus. Er scheint schwer angeschlagen. Nach all den Morddrohungen in seinem Kanal, wird er nun wirklich... Nein, es kommt wieder Leben in die Bude. Herr Newstime rappelt sich hoch und fällt wieder um. Nein, was ist da los? Sowas habe ich noch nicht gesehen, meine Damen und Herren. Und hinten wird der Unparteiische lässt weiterspielen. Für mich eigentlich ein klares Foul vom Spieler mit der Nummer 2, Apo Red. Ein klares Foul und eigentlich eine klare rote Karte. Aber wie das so ist, meine Damen und Herren, das habe ich nicht zu entscheiden. Das entscheidet der Unparteiische und der hat den Ball laufen lassen. Okay, sehen wir uns weiter an, was passiert. Der Spieler mit der Nummer 5, Paluten, am Ball. Herrn Justheim scheinbar unbeteiligt. Etwas abwesend, vielleicht noch von seinem Sturz. Nein, wer fällt dort? Paluten. Doch er war schnell wieder auf den Beinen und ist wieder am Ball. Der Spieler mit der Nummer 2, Monte, stellt sich, hat den Ball. Stürmt vor. Stürmt auf das gegnerische Tor zu. Da kommt der Spieler mit der Nummer 2, Trimax. Versucht da wieder ein uncharmantes Foul am Konkurrenten. Nein, wie es aussieht, nicht. Wie es aussieht, läuft der Ball. Jo, Olli stellt sich in den Weg. Sucht er den Zweikampf mit Monte. Den lang ersehnten Zweikampf. Und Tor! Monte hat ein Tor geschossen. Montana Black schießt das 1:0 für die Blau-Weißen und bringt damit seine Mannschaft in Führung. Paluten. Wieder Paluten. Gegen Trimax. Trimax, ein Foul! Der Unparteiische hat es wieder... Doch! Diesmal wird Trimax vom Platz genommen. Eine richtige Entscheidung. Montana Black am Ball, sofort am Ball. Und stürmt wieder auf das gegnerische Tor zu. Aboret und Joali. Tor! Montana und noch ein Foul! Aber das 2:0 ist im Kasten. Das 2:0 ist im Kasten. Monte, sehr schön. Monte heute in Bestform. Sky Guy. Und Aboret. Aboret am Ball. Ballbesitz von Paluten. Übrigens ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der bis letztes Jahr noch bei Rot-Weiß Amsterdam verpflichtet war und erst seit kurzem bei den Blau-Weißen spielt. Drachenlord. Oh, gefährlich. Paluten. Jo, Olli weiß nicht, wo der Ball ist. Aboret blockiert. Jo, Olli. Am Ball. Paluten stürmt vor.
Der Ball. Was für ein gewaltiger Schuss. Fast in den gegnerischen Strafraum. Skyguy versucht sein Glück. Und kann nichts. Hand of Blood. Herr Newstime. Ich glaube, Entschuldigung, der Spieler mit der Nummer 2 ist es Aporet, der da unten leicht austickt. Paluten, sehr schön. Und gefoult. Herr Newstime. Und wieder Paluten gefoult. Wer war es? Jo Olli. Der Spieler mit der Nummer 4, Jo Olli, gehört langsam vom Platz genommen für seine kriminellen Aktivitäten auf dem Feld. Was war da passiert? Da hinten, fast unbeachtet, der Spieler mit der Nummer 3, Trimax, versucht sein Unglück. Es ist ein Glück. Hat den Ball verloren. Gefährliche Situation. Gefährlich. Hand of Blood am Ball. Hand of Blood. Was für eine gefährliche Situation für die Braun-Weißen. Hand of Blood macht ernst. Er steht kurz vorm Tor. Kann er es verwandeln? Ja! Ja, der Ball liegt drin. Der Ball ist im Tor. Da hilft auch kein Jo Olli mehr, der dort mit akrobatischen Kunststücken versucht, dieses Tor zu verhindern. Kurze Werbepause, dann geht's weiter. Jetzt ganz neu. Ob im Bad, im Flur oder in der Küche. Klatschi, der nasse Lappen, der Klatsch macht. So, meine Damen und Herren, willkommen zurück nach der Werbepause. Seiten wurden gewechselt und der Ball ist wieder im Spiel. Ein Zweikampf, Monte. Nein, Entschuldigung, Hand of Blood, jetzt aktiver als in der ersten Halbzeit. Aporet. Und der Mann mit der Nummer 5, Paluten. Hand of Blood und Paluten auf dem Weg nach vorn. Trimax kann diesen Angriff nicht verhindern. Und hinten fällt Drachenlord um. Drachenlord ist in seinem Kasten umgefallen. Kein Mensch versteht warum. Gefährliche Situation. Paluten wieder gefoult. Aporet. Eilt seinen Leuten zur Seite. Paluten und Hand of Blood. Werden sie wieder diesen Ball in ein Tor verwandeln? Jo Olli versucht, Hand of Blood aufzuhalten. Trimax versucht, Hand of Blood aufzuhalten. Gibt auf und rennt weg. Bleibt trotzig an Ort und Stelle stehen. Drachenlord rennt, kam kurzzeitig aus dem Tor und rennt wieder zurück. Trimax umgefallen, warum auch immer. Ein Simulant scheinbar. Da! Jo Olli, auch ein Simulant. Vom eigenen Mitspieler gefoult. Die Gunst der Stunde wird genutzt von Hand of Blood. Und Hand of Blood stürmt vor. Und Tor! Vor Freude ist er umgefallen. Tor! Damit steht es 4:0. Das 4:0 geholt von Hand of Blood. Ein wunderschönes Tor. Oh, die Blau-Weißen haben sich gegenseitig Beine gestellt. Oh, sehr synchron kommen sie hoch. Ja, Hand of Blood und Paluten. Früher mal zwei Synchronschwimmer gewesen. Ecker. Paluten. Jo Olli und Trimax. Wer ist da rechts im Bild umgefallen? Oh, Skyguy.
hat völlig die Kontrolle über seinen Körper verloren. Aber hinten ist die Action und der Ball. Hand auf Platt. Hand auf Platt. Jo Olli wollte stürmen. Drachenlord hat seinen Kasten verlassen. Will mitspielen und Paluten! Paluten! Ein wunderschönes Tor. Wo war Drachenlord? Wo war Drachenlord? Warum ist er aus dem Kasten rausgerannt? Niemand weiß es. Oh, ein Zweikampf im Brande. Hand auf Platt gegen Trimax. Trimax, der ein Handspiel riskiert hat. Hand auf Platt stürmt vor. Kurz vor dem Tor. Drachenlord völlig unbeeindruckt. Völlig unbeeindruckt. Drachenlord und lässt den Ball an sich durch. Bei sich. Nein, ich kann. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Was für ein Tor. Oh. Das war kein Foul, aber jetzt langsam sieht es nach Nachtreten aus. Jo Olli scheint nachzutreten. Hand of Blood am Boden. Jo Olli gestürzt über Hand of Bloods Beine. Kein Foul von Hand of Blood. Der zu tun hat, wieder die Füße auf dem Boden zu bekommen. Ja, und mit diesen Bildern. Letzte Jahre Meister geworden mit Ammann. In der Liga. Ich bin immer verletzt. Ich spiele 25 Spiele in diesem Mannschaft, in diesem Verein. Müssen zeigen, ja, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich. Einig Mario, einig andere Mehmet. Ich spiele Mehmet, oder ich spiele Balder, oder ich spiele Trapattoni.